liebe Freunde, willkommen zu einer kleinen Runde Timonialische Spiele. Timonialische Spiele. Timonia. Mit dem Mystery M1000, ich sehe ihn gerade gar nicht. Ja, da vorne guck mal geradeaus, was? Ziemlich geradeaus. Ah ja, da hinten, genau, da Hallo. Hinten ist er. Und ja, das ist sozusagen eine kleine Reanimation meiner Serie Überlebensspiele in Minecraft. Es wird jetzt wieder ein paar Folgen geben und wir haben heute schon mal eine Runde hier gespielt für ein neues Format vom Mystery. Genau. Allerdings werde ich dazu noch nicht viel verraten. Geht mal auf seinem Kanal, wenn das schon draußen ist zu dem Zeitpunkt. Ich erkläre kurz das Spielprinzip, Timonialische Spiele. Man wird jetzt hier, wie man sieht, sozusagen in die Welt reingespawnt. Es ist wie Hunger Games, nur mit dem Unterschied, dass hier überall in der Welt solche Lichtsäulen platziert sind, wo halt Dinge spawnen, Items. Also man kann zwar auch wie in Hunger Games hier Zeug abbauen und so weiter, allerdings wäre man doof, weil ich finde, man kommt vielleicht da schneller an Items, an richtig gute Items sogar, wenn man einfach zu solchen Lichtsäulen rennt. Auf jeden Fall. Ja. Jetzt laber ich hier die ganze Zeit voll, ohne dass du irgendwie zu Wort kommst. Das tut mir gerade voll leid. Ach, ich höre dir gerne zu. Ja, aber nein, vielleicht manche Zuschauer nicht. Das kann sein, ne? Also, nein, Quatsch. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie jetzt die Runde mal wird, weil wir werden das jetzt auf jeden Fall anders spielen, weil wir haben das vorhin anders zusammengespielt. Genau, kannst du aber kurz erzählen. Ja, wir haben halt ein... Ja, ich mag das nicht so viel verraten jetzt, wenn das noch nicht draußen ist. Ah ja, stimmt. Schaut einfach mal irgendwann mal demnächst mal bei mir vorbei, wenn ihr da Interesse habt, mal zu sehen, was Tim und ich da gemacht haben. Oder wir machen das halt so, wir tun uns diese Folge so lange aufsparen, bis dein neues Projekt da ist. Gut, das können wir natürlich auch mal, da können wir auch drüber reden. Genau. Ja, also wir haben ja letztes Mal, jetzt ist ja letztes Mal gewesen, haben wir hier nicht kämpfen dürfen. Und das habe ich nicht wieder aufgenommen, das müsst ihr euch beim Mystery angucken. Genau, also bei ihm kam ja dann nur diese Bestrafungsfolge, also diese Bestrafung, ja, wo er da How to Basic Style was machen durfte. Und bin ich selber noch gespannt, wie ich das mache. Ja, es ging halt ja darum, für die, die es nicht mitbekommen haben von deinen Zuschauern jetzt, dass wir hier nicht kämpfen dürfen, wir dürfen keinen töten und müssen so lange wie möglich überleben. War ganz lustig auf jeden Fall, besonders dieses Wegrennen immer. Was los? Ich hab mich gerade teleportiert zu so einem anderen Spieler. Ich fällt gerade auf, soll ich mir mal Sachen machen? Ich habe einen Diamanten. Oh, da ist ein Spieler. Oh nee. Schnell weg. Cool. Ja, ich habe zwei Diamanten. Und Holz, ich mache mir jetzt ein Diaschwert, Alter. Ach, das bist sogar du. Oh, du bist da ganz beinahe nah bei mir. Okay. Was meinst du, gehen wir uns erstmal auf den Weg oder wie? Ich habe eigentlich nicht vor, zusammen mit dir zu spielen. Ja, nee, ich meine, wenn wir uns sehen, dass wir uns angreifen oder nicht angreifen, das meine ich. Ach so. Ja, gehen wir uns erstmal auf den Weg oder? Ab. Kurz Rüstung. Also von mir aus können wir uns auch töten. Okay. Sag mir einfach, wo du bist und dann... Genau, direkt ja eine Aufnahme von einem vorbei. Ja, warum nicht? Wo bist du? Komm, ich habe jetzt ein Dia-Schwert, jetzt kannst du dich zeigen. Ach komm, nee. Pff, ja, ich meine nicht, dass ich keins hätte, ne, aber... Echt nicht? Ach, du bist wieder verarscht, du hast definitiv eins. Natürlich, ich habe eins. Also, ja, ich habe es gerade in der Hand. Toll, ich sehe dich ja nicht. Zum Glück habe ich dich nur gesehen. Dort hinten ist einer, bist du das? Nee. Geh jetzt hin, ich bin jetzt gerade voll übertrieben, wie sagt man? Injustice, so. Ja, genau, also gerade voll kampflustig jetzt, irgendwie so Blut vergießen will ich jetzt. Weil ich ein Diaschwert habe, jetzt fühle ich mich stark. Dann kommst du zu einem, der schon so Eisenrüstung hat und auch ein Diaschwert hat, schon verzaubert am besten. Ja, genau, und hinten läuft einer, den catch ich mir jetzt, da glaubt man gar nicht. Oh nein! Ah, das bist du! Ah. Ah. Ja, bleib mal schön stehen, mein Freund, du Kupferstecher. Ne. Ich catche dich mir jetzt, keine Angst. Oh, ach scheiße, okay. Ich hab grad den Mega-Lag gehabt. Ja, dann du jetzt wieder auf die Lags schieben, ne? Ja, ohne Mist, beweis eine Aufnahme, mein Freund. Oh! Nein! Du kleiner Wichser, hast mich. Viel Spaß, ne? Hier gibt's Rache. Das hört doch gar nicht mehr auf. Nö, du wirst jetzt auf ein halbes Herz runtergeschlagen und dann drehe ich mich einmal um und dann bist du tot. Nein, ich kann nicht mehr rennen. Oh Gott. Die Verfolgungsjagd jetzt abgebrochen.
Wäre ja wirklich peinlich, wenn das jetzt genauso gekommen wäre. Habe ich dir Angst gemacht? Ja, ein bisschen schon. Weil ich bin wirklich auf 3 Herzen runter knapp. Ja. Also je nachdem, wie stark der Giftungs... Ich habe nicht gesehen, ob es Gift 1 oder Gift 2 war. Entweder geht es auf ein halbes Herz oder, wie du es gesagt hast, auf 3 Herzen runter. Also, das war jetzt mal gar nicht so unwahr. Okay, ich habe jetzt auch einen Diamant. Wir sehen uns noch, Kollege, ja? Ich sehe dich, keine Angst. Ach, du siehst mich? Ja, ich sehe dich. Cool, läuft bei dir. Also gerade eben habe ich dich noch gesehen. Ja, habe ich jetzt weggeportet. Sicher. Na gut. Aber ich werde dich wiedersehen. Vor allem, wir haben ja, wie gesagt, vorhin schon mal verdammt eine Runde gespielt, aber die lade ich ja nicht hoch. Die lief richtig gut, obwohl wir halt, die Regeln waren halt, wir durften halt niemanden töten und wir mussten halt so lange wie es geht überleben. Und wir sind ja, glaube ich, unter den ersten 6 mitgelandet, also... Ja, du bist 6. geworden, nicht 4. sogar, also schon krass gewesen. So, obwohl ich hab grad so ein paar FF-Drops, habe ich das Gefühl. Ja? Ja, jetzt wieder auf die Frames schieben, keine Angst. Aber du gerade eben auf dem Leck, ne? Ja. Ja, komm, ey. Schon klar. Scheiße, ich hab... Wie so. Ist das? Erstmal Goldschuhe. Ich habe noch nie so viel Pech gehabt, irgendwie, bei den Timonialischen Spielen. Also von den Sachen, die ich finde. Guck mal, du hast schon dir ein Schwert gehabt. Ich habe jetzt irgendwie hauptsächlich Essen bekommen. Ich habe so viel Essen, also verhungern werde ich diese Runde nicht. Das ist zum Beispiel schon mal bei mir ein Problem. Essen habe ich zum Beispiel echt wenig. Oh ja. Jetzt habe ich es. Okay, jetzt läuft's richtig gleich. Okay, jetzt hast du bestimmt voll Dia-Ausrüstung und so. Das Problem bei mir ist halt, ich bin halt so ein richtiger PvP-Bobby einfach. Nur ich krieg PvP, bin ich eigentlich richtig scheiße. Es sei denn, ich bin halt ganz gut ausgerüstet, aber... Mir fällt gerade auf, ich habe keinen Sound. Also kein Minecraft-Sound, irgendwie. Richtig komisch. Ist einer. Ja, das bist du, Markus. Glaube ich eigentlich nicht, dass du das bist. Federn. Toll, was will ich mit Federn? Ich könnte mir Pfeile machen, aber ich habe keinen Feuerstein. So. Ey, das könntest du wirklich sein. Ich muss einen Shader ausmachen. Das bist du, das bin ich. Jetzt komm her, Drecksack. Komm her, Drecksack. Oh shit. Na, was jetzt, ne? Ja, naja, gut. What the fuck? Ja, komm her. Wie ich dich treffe, Alter! Ah, geh hier! Lass mich! Ja! So. Er wollte es unbedingt, ja? Ich wollte ihm aus dem Weg gehen. Ich wollte ihm aus dem Weg gehen. Du wolltest mir ganz hinterrücks das Schwert schon in den Rücken stechen. Naja, diese Runde geht an dich, aber... Ich weiß nicht, wie gesagt, PvP, ich hasse eigentlich PvP-Kämpfe so. Ich mach das eigentlich auch nur wegen der Spannung hier. Ja. Voll geil, wie ich wirklich verwirren konnte damit, dass ich mich porte. Ich weiß nicht, ob ich... Weil das Problem war, ich hatte wirklich nur noch 3 Herzen, als ich den DDR gerannt bin. Ich hatte zwar dir Schwert, aber du hättest, wenn du... Ich hatte Hälfte des Lebens gehabt und konnte, trecken. Vor allem, also, ich einfach hier komisch weggeportet wäre, wenn ich immer näher zu dir ran will, werde ich immer weggeportet. Ja, dass du keine Pfeile blocken kannst. Ach, ich du kannst, so. Guck mal mit dem Kompass, wenn du auf meinen Namen gehst, kannst du dich nicht nur zum MTP, du kannst auch in mein Inventar reinschauen. Ist eigentlich schon mal ganz interessant auch. Du kannst auch bei den Gegnern schauen, was die so im Inventar haben. So, und hier ist ein Dorf. Mal schauen, ob die hier eine Schmiede haben. Ich dachte gerade schon, die sind andere Spieler gewesen. nee, die scheinen ja aber keine Schmiede zu haben. Aber nee. Das Dorf sieht eigentlich ganz cool aus. Aber hier sind übelst viele Felder mit Kartoffeln und sowas. Ja, aber ich habe so viel Essen. Alter, dieses Haus ist ja mega die Versager-Fehlkonstruktion einfach nur. Da ist der Eingang einfach mal 4 Blöcke hoch und keine Möglichkeit, dort reinzukommen. Ja, das ist aber öfters so bei dem. Alter, warum habe ich diese FPS-Drops? Also an sich ist alles flüssig, nur ab und zu habe ich diese kurzen Ruckler. Ich weiß nicht, ob das jetzt... Jetzt habe ich dich, glaube ich, verloren. Du kannst ja mich über... Also du hast doch so ein... Du hast 2 Kompasse in deinem Inventar. Ja, ich sehe schon. Jetzt habe ich dich wieder. So, ich porte mich jetzt einfach mal zu jemand. Ich kann nicht immer nur dich töten, ne? Deine Mutter. So. Nächste Runde, genau. Natürlich. So, porten wir uns mal. Mal schauen, wohin. Oh, und ich hab... Oh, ups, jetzt hab ich doch da. Okay. Ich habe mich zu weit geportet, aber da vorne ist jemand. Das sieht doch gut aus. Dein Inventar? Naja. Das sind 2 Dia-Schwerter, 1 von mir, du Drecksack. Ja, aber verzauberte Items oder so gibt's nicht. Oh, jetzt gibt's ein Battle. Du kannst dich natürlich verzaubern. Jetzt gibt's ein Battle, Alter.
hat die bessere Position an sich. Der hat sich gar nicht gemerkt. Nee, was? Hä? Oder der haut. Nein, ich bin leider zu weit weg gewesen. Der hat ein Eisenschwert bloß, deshalb der. Ja, aber er kann mich trotzdem gut hitten. Also, er hat auch Rüstungstechnik, ist jetzt auch nicht schlecht. Aber vielleicht ist das auch so ein PvP-Bobby wie ich. Oh. Oh, lol. Ja. Der hat den angehittet. Lol. Was ist denn das? Und jetzt snackst du den eiskalt weg? Ja. Mann, ich wollte eigentlich dem anderen weiter hinterher rennen. Ich hab gehofft, den krieg ich jetzt schneller. Mann. Vor allem jetzt rennt er dir hinterher. Echt? Ja, okay. Aber er hat, einen gesunden Abstand. Ja, dann nehme ich den anderen lieber. Jetzt hauen sie beide ab. Jetzt hast du von beiden wieder übelst viel. Ja, Mann, cool. Cool, dass ich kämpfen wollte. Ja, die natzen dich gerade. Ich werde die spielen zusammen. Ja, genau. Komm her, Kollege. Komm. Wenn du Schweine töten kannst, kannst du auch mich töten. Zumindest versuchen, oder? Du willst dich jetzt echt ernsthaft mit einem Schwein vergleichen? Das habe ich mir auch gerade gedacht, während ich das ausgesprochen habe. Vergiss es, was ich gesagt habe. Okay, ich vergesse. So. Wie viele Leute sind eigentlich noch da? Nicht mehr so viele, sind noch 2, 4, 6, 8, 9. Na ja, gut, da geht's halt. Also 8 Gegner noch. Aber die Karte ist echt groß. Also die Karten allgemein sind eigentlich echt groß, oder? Ich glaube, die sind sogar unendlich. Echt jetzt? Ja, also, aber an sich bringt es ja nichts, weil du dich immer wieder porten kannst und die Leute sich zu dir porten können, von daher macht das nichts. Und er ist down, der Kollege. So, den einen habe ich getötet. Mhm. Hat er noch irgendwas Praktisches gemacht? Ey, Alter, hier hinten ist ein Wüstendorf, Alter. Eisenhose, oh geil, warte, ich kann mir was Geiles craften. Eisenrüstung. Mann, das geht mir ein bisschen auf die Eier, dass ich hier immer weggeportet werde von dir, weil ich würde gerne mal näher rangehen und so ein bisschen so dein Skin als Thumbnail nehmen oder so. Jetzt Screen, hä? Okay, das brauche ich überhaupt nicht. Du kannst dir Dinge mit Diamanten und so kannst du ja natürlich selbst Verzauberungstische craften, ne? Also das ist auch ganz schwer, weil du alle Sachen eigentlich hinterhergeschoben bekommst. Ja, stimmt, Obsidian-Blöcke habe ich vorhin auch bekommen. Ja. So. Mann, mach mal was Spannendes. Tu mal die Folge hier ein bisschen spannend mal. Hä, ich habe gerade jemand getötet, aber ist okay. Ja, jetzt stehst du an der Werkbank und baust irgendwelche Sachen so, das ist voll langweilig. Ja. Hä? Wie macht man nochmal Federn? Federn, Pfeiler, Pfeile. Na, so, also, okay, ich hab grad voll den Trip, ey. Warum? Weil ich gerade in so einer Säule bin, in so einer Teleportationssäule und die gerade so hochfliege. Alter, das sieht voll heftig aus. Echt? Oh, ja, Mann. Das musst du mal machen, wenn du tot bist. So. Also, du bist übelst im Trip, Alter. Noch ein Diamant, dann kann ich mir... Okay, jetzt bin ich... Machen. Jetzt lass ich mich mal fallen. So, ich baut mich... Oh, da ist, kommt der nächste Gegner zu mir. Das ging ja schnell. Lol. Ach lol, ich bin schon wieder unten. Ja, boah, ich dachte gerade, als ich den Zombie gesehen habe, hat eine Diamantrüstung an. Echt? Dachte ich gerade, als ich den Zombie gesehen habe. Diamantrüstung wäre extrem krass hier. Das also ich weiß nicht, ob man das so schaffen kann. Naja, wenn man genug Diamanten bekommt. Na klar. So. Der hat nur Lederklamotten an, das ist ein Bayer. Das ist ein Bayer. Thomas Bayer, naja. Er hat nur ein Eisenschwert. Vor allem, Alter, alle haben so übelste Bobby-Waffen, ja, aber du bist der Einzige, der... Oh, dann wo? Oder natzt dich? Okay, natürlich natzt du mich. Nicht. So, natürlich natzt er mich. So, ich habe genug Diamanten, um meine Sachen zu verzaubern, rein theoretisch. Und ein Goldapfel. Du das Shit! Warte, ist hier noch was Praktisches? Nö. Okay. Ich guck halt mal, ob in der Nähe jemand ist, dann brauche ich nämlich ein bisschen Zeit, um Sachen zu craften. Es gibt mir so auf die Eier, so, dass man immer weggeportet wird. So, wie war denn das? Habe ich Zuckerrohr? Wie du einfach mal den Pfeil im Kopf stecken hast. Ah ja, muss ich auch mal was gönnen, ne? So. Klar, ich gönne mal einen Pfeil im Schädel, das ist total legitim. So, und ein Buch, wo habe ich ein Buch hin? Da. So, Zaubertisch, perfekt. Dann noch eine Spitzhacke. Mir gönnt sich ja sonst nichts. Total. So, ach, ich habe noch kein Level. Praktisch. Mm. Gut. Was sollst du haben? Gut, dass man sich ein Verzauberungstisch macht ohne Level. Nur noch du und drei andere Spieler sind. Du und zwei andere Spieler sind da. Okay, das sollte ich eigentlich hinbekommen. Also, equip-technisch sieht es ja ganz gut aus. Und der andere Typ, der ist ja auch hier in der Wüste. Oh, da hat sich einer zu mir geportet. Oh, oh. Zack. Zack, und der ist noch besser equip-technisch. Der macht dich jetzt, Alter. Komm, zeig mal deine Bogenskills, Junge. Der macht dich. Ja. Warum kriegt der Schaden? Der kriegt, glaube ich, noch Zusatzschaden, habe ich das Gefühl.
Ja, er kriegt an irgendwas Vorsicht. Was hat der Schaden? Komm schon, jawohl. So, nächsten Alter. Down. Der andere Typ, der ist hier ebenfalls in der Wüste. Ich stehe theoretisch nebeneinander irgendwo. Aber ich sehe es gerade nicht. Der läuft hier in der Wüste rum. Oh, der hat Schaden gekriegt durch den Creeper. Hast du gehört? Nee, ich habe wie gesagt keinen Minecraft-Sound an. Achso, okay. Leider. Der steht ja auch irgendwo in der Wüste. Ich wette, das ist dieselbe Wüste, in der du auch bist. Ja, wahrscheinlich. Ich verfolge den jetzt mal. Bist du das? So, Dierhelm, so. Lol, das bist ja du. Nee, das ist ja ein giftiger Skorpioner ist der Typ. Okay. Der ist hier irgendwann in so einem großen Fluss, aber ich kann den jetzt leider gar nicht sagen. Ja, nee, Ghost bitte nicht, weil das wäre scheiße. Ja, ja, ich bin auch wieder. Aber du kannst ja trotzdem gucken, wo er ist. Naja, hab ich. Jetzt hast du den Dierhelm natürlich. Logger. Na dann. So. Geh mal auf die Suche. Kann jetzt nur noch schief gehen, ne? Naja, hoffen wir es mal. Okay, dann ich kann mich einfach zu den Porten jetzt. Ist ja kein Problem. Okay, dann geh ich schon mal zu. Schade, dass jetzt kein. Warte, ich mach mir noch einen Level. Der teleportiert sich gerade zu dir. Ah, er ist bei mir. Oh, da ist ein Creeper. Ups. Oh, ich bin gerade richtig nervös im Gegensatz zu gerade eben. Zack. Da ist noch ein Creeper, Vorsicht. So. Oh, jetzt geht's los. Und den hab ich eigentlich. Alter, GG. Nice, GG. Coole Runde. GG. Der Chat ist momentan deaktiviert. Yay. Krasse Sache, echt gewonnen, der Teufelskerl. Ja, GG. Gut, dann das war's mit dem Timialischen Spiel. Da oben ist der Tim noch. Er fliegt hier noch hin. Ja, war eine coole Runde. Und ich würde sagen, wir nehmen jetzt noch eine Runde für den Tim auf. Da könnt ihr auch mal vorbeischauen. Link in der Beschreibung. Gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. Euer Mystery.